Blutfreunde nannte man uns. Wir waren schalkische Kobolde. Wir ergötzten uns an allerlei Unfug, foppten die Sterblichen, die dort lebten. Doch solange wir unseren Meister erheiterten, hatten wir nichts zu befürchten. Dann, eines Tages, war er nicht erheitert. Und ich zog besser weiter. Zum Glück haben mich die Zeit und meine vielen Reisen seither von jenem neckischen Streuner zu dem Ausbund an Tugend werden lassen, der ich heute bin. Fertig, Mimir. So, hallo zurück. Tut mir leid, wir wurden getrennt, weil mein Controller alle war. Das habe ich echt nicht mitbekommen. Also, naja, habt ihr gemerkt. Und dann konnte ich nicht mal mehr Tschüss sagen. Ich lege hier nur an, weil ich diese Saatkrähe da abknallen will. Und ich weiß aber nicht, kriege ich die von hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Chance. Meint ihr, ich krieg die von hier? Das sieht immer so knapp aus, ne? Aber ich weiß, dass ich nach der schon ewig geworfen habe. So. Das war ein Versuch wert. Ich fahre hier noch ein bisschen rum. Hui. Zack. Was ist denn das? Was ist das? Seht ihr das? Ist das ein Drache? Der Drache, es ist Baldur, nicht wahr? Ja. Und du hast ihn erledigt, um mich zu retten? Das war äußerst heldenhaft. Da liegt da. Aber hier waren wir ja auch schon. Ich wollte noch mal gucken. Junge, es kommt eine Zeit im Leben eines jeden Mannes, da er seinen Namen ändert und nordwärts zieht, um neu zu beginnen. Wenn du lange genug lebst, um das mehrmals zu tun, endest du so bald deutlich wie hier. Als ich ankam, kannte ich Odins Ruf bereits und beschloss, mich als würdig zu erweisen, indem ich ihm etwas gab, das er zu schätzen wissen würde. Eine mystische Quelle des Wissens. Oder vielmehr eine Quelle des Wassers, an der genug mystische Pilze wuchsen, um einem Gott Visionen zu beschenken. Oh, er war zutiefst beeindruckt. Ich weiß nicht, ob das, was er sah, ihn dazu verleitete, sich die Augen ausstechen zu wollen, aber ich konnte ihn rechtzeitig daran hindern. Dann überzeugte ich ihn davon, dass ihm sein Opfer eine klare Sicht gewähren würde. Bla 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 bla. Ich dachte, er hätte es nicht durchschaut. Aber an dem Tag, als er mir mein Auge nahm, war mir klar, dass ich falsch lag. Er wusste, dass ich ihn überlistet hatte, nannte es eine Lektion in Weisheit und heuerte mich an, damit ich von nun an auf seiner Seite bin. Und für lange Zeit war ich das wirklich. Was nicht heißt, dass er keinen Groll mehr hielt. Was für eine Geschichte. So, lange genug hier herumgeschippert, ne? Ich weiß alternativ allerdings auch gar nicht so richtig, was sie von mir wollen hier. Soll ich hier mal anlegen? Ich leg hier mal an.
Ne? Hier waren wir noch nicht. Ist ja auch cool. Tja, mal gucken. Ich entferne mich. Aber ich muss auch irgendwo mal dann rum sein, oder? Laufe ich jetzt hier eine halbe Stunde. Was ist das? Guck mal, das hätten wir nicht entdeckt. Cool, eine Truhe. Ein Klingenknauf, gewichtslose Kriegsgriffe. Nö. Wir haben einen tolleren. Wie viele Feuerschalen wir schon angemacht haben. Wahnsinn. Guck, jetzt wird es nämlich wieder weniger. Bin jetzt einmal rumgelaufen. Okay. Ich hätte ja auch gleich die Treppe nehmen können. Aber dann hätten wir die Truhe nie gefunden. Also sehen wir es positiv. Na? Abgebogen, Bruder. Ach, weißt du. Ist ganz oben. Wir haben vor der Abreise vielleicht noch ein paar Dinge zu erledigen. Wer weiß, wie lange wir weg sind. Auch gut. Tja, so, dann lass uns doch mal gucken, was haben wir denn noch zu erledigen. Mal von oben angefangen. Walküren. Nee. Invalidsflug. Fluch. Nee. Muspelheim. Das will ich machen. Die Welt Muspelheim besuchen. Erledigte Gefallen. Das haben wir alle schon gemacht. Okay. Aufträge. Das sind die Schreine. 7 von 11. Okay, lass uns doch mal das machen. Odins Augen abschießen. Ja, verborgene Kammern. Haben wir wie viele? 5 von 7 haben wir schon. Nee, Quatsch. Wie viele haben wir denn schon? Zwei von dreien. 9 von 10, ja. Den einen haben wir nicht hingekriegt. Ja. Wollen wir da mal hin? Jetzt sind wir doch eigentlich einigermaßen stark. Komm, wir gehen mal dahin. Gucken, ob wir die jetzt klein kriegen. Und auf dem Weg. Vielleicht doch die ein oder andere Feuerschale. Also das ist doch der bestimmt, den wir nicht geschafft haben, ne? Wieso sollte er das sonst anzeigen? Und die Feuerschalen sind auch nicht an. Trotzdem nicht, warum du Odin dienen wolltest. Damals war ich noch jung und besaß Ehrgeiz. Die Asengötter waren die mächtigsten Wesen, ja, denen ich da ist es. War. Doch ihnen mangelte es an Strategie, Zielsetzung und weisem Rat. All das konnte ich ihnen bieten. Und so fand ein Fremder von der fernen Insel Odins Gehör und sein Vertrauen, das er sonst niemandem schenkt.
Und solch eine Macht, das muss ich zugeben, Kleiner, hat ihren Reiz. Ja, aber das war Odin. Ich habe nie vorgegeben, etwas zu sein. Nur schlau und oftmals eher neugierig. Wir machen später weiter. Oh Gott, jetzt bin ich aber gespannt. Wir sind so oft gescheitert. Wie sterbe ich jetzt hier nicht schon wieder nur? Eieieiei. Okay. Noch ein Name. Hildir. Der die Walküren sehr liebte. So. Vielleicht. Oh, das geht ja gut los hier. Fällt mir auf, ich habe schon wieder keine Rage, ey. Vielleicht sollte ich hier mal besser vorbereitet herkommen. Oh, er reagiert aber auch echt äußerst zickig nur bei diesen Monstern. Was machen wir denn hier? Nein, komm schon. Juhu! Wir haben sie! Yippie! Mann, ey. Was sind wir da verreckt? Erinnert ihr euch? Oh mein Gott, was bin ich hier verreckt? So. Aber ich hab ja gesagt, wir kommen wieder, wenn wir stärker sind. Ha! Bisschen Weltenstaub, ey. Na, vielen Dank. Wir haben den Weltenriss. So, nehmen wir die nächste Feuerschale. Jetzt möchte ich gerne alle Feuerschalen entzünden. Da, das ist die nächste. Ach, jetzt habe ich gute Laune. Der hat mich echt genervt, der Weltenriss. Was ist denn da im Wasser? Gold. Hey! Gold, prima, wenn der Rubel rollt. Warum ist Odin so wütend auf dich geworden? Doch, wieso? Erwachte mein Mitleid mit den Menschen in der Welt. Und ich versuchte ihn zu beschützen. Doch er empfand es als Untreue. Ab da misstraute er meinen Beweggründen, wollte jedoch nicht auf meinen Verstand und Rat verzichten. Und so band er mich an einen Baum und quälte mich als Zeitvertreib. Boah. Tja, ein Glück, dass wir dir den Kopf abhackten. Ja, so ein Glück für mich. Nice Dock gefunden. Ja, Mimir, ein Glück, dass wir dir den Kopf abhackten. Das ist wahr. No? Hey, hier kann man gar nicht dran drehen. Was soll denn bitte? Ich will hier hoch. Da. Hallo. Fahrstuhl. Kommt nicht. Okay. Stehe. Da war doch dieses merkwürdige Konstrukt. Hier. Seht ihr das? Dieses ganze Gedöns. Das hat doch bestimmt was damit zu tun. Ich war hier ja auch schon mal, aus Versehen. Läuft da eine Hexe lang? Ach, tatsächlich. Die schwebt da einfach so rum.
Machen wir sie platt. Die Frösche hier überall. War ich hier vielleicht doch noch nicht so richtig? Doch, guck mal, hier ist eine Schatztruhe. Symbol des Wahnsinns. Naja, gut, aber da war ich irgendwie noch nicht. Aber hieran, ich erinnere mich doch irgendwie daran. Irgendwie war ich hier schon. Meint ihr, es kommen neue Monster, wenn man schon lange nicht mehr an einem Platz war? Seht ihr das blaue Segel da oben von dem Schiff? Das ist auch toll. So, wir wollen ja hier irgendwie mal hoch. So, ach ja, ich erinnere mich. Hier habe ich ja auch ewig gestanden und habe mich gefragt, wie ich das hier... unter Feuer setzen kann. Das ist doch ein schönes Rätsel. Ja, von hier ging es ja auch nicht. Genau, alles klar. Ich werde mal hier speichern und dann hole ich euch hier wieder ab und wir knacken dieses Rätsel. Oh, guckt mal, da drüben waren wir nämlich auch noch nicht. Ah, es gibt noch so viel zu entdecken. Alles klar, bis gleich.